Na geil. Da gehen viele Leute nicht hin, ja, weil da muss man halt klettern können. Warum gehen wir denn hin? Ja, wir probieren das jetzt halt mal. Ah, okay. Weil das ist ein Versuch wert. Ja, klar, sehr schön. Cool. Also morgen schauen jetzt halt wir mal zum bisschen Meerseilängen klettern. Man braucht eine gute Technik, dann hat man da Spaß. Ja, und dann David hat die gute Klettertechnik. Ja. Und ich suche für ihn was Schönes raus. Ja. Und dann glaube ich, dann hat er da auch seine Freude morgen. Da werden wir mal schauen, ob das so stimmt. Aber auf alle Fälle freue ich mich, weil wir haben auch einfach Zeit, dann beim Zustieg ein bisschen zu quatschen, irgendwie über warum zum Beispiel Bergführer einfach die besseren Lebenspartner sind. Weiter ist, ja, von einem zum anderen. Was ich jetzt, glaube ich, mal 45 Minuten Zustieg. Jetzt erstmal hier aus dem kleinen Walsertal rausfahren. Warte, ich wie gleich so warm. Im Abstieg, ich weiß nicht, ob es bei dir irgendwie mit dabei war, am Seil, aber da ist einer in die Spalte geflogen. Das kann ich mich noch erinnern. Weißt wahrscheinlich du. Ja. Ja, das ist halt so, gell? Der vorgeht, hat immer die schlechtesten Karten. Und ich bin zu der Zeit ein paar Mal in der Spalte abgetaucht. Und danach nie wieder. Weil ich dann halt auch gelernt habe, ein bisschen besser nach links und rechts zu schauen. Dann habe ich da irgendwie zwei Kader und dann jetzt halt du als Trainer. So schließt sich der Kreis. Für mich war es so, dass ich brutal anstrengend vom Kopf her halt war. Von der, wie man, weil man einfach in diesem Bereich Bergsteigen unterwegs ist, wo selbst wenn man es maximal sicher macht, einfach trotzdem noch so viel eben schief gehen kann, oder? Naja. Ja, du musst selber natürlich die Voraussetzung mitbringen, um als Trainer überhaupt ein bisschen zu wissen, worüber du redest. Ja. Aber musst halt auch Bock haben, dein Wissen weiterzugeben. Es war bei mir am Anfang so, wo ich dann Trainer war, dass ich am Anfang gar nicht so das auf dem Schirm hatte, wie da jeder Handgriff irgendwie oder alles, was ich mache, wurde irgendwie, ja, hat viel mehr quasi wurde viel genauer beobachtet und hat viel mehr quasi Impact gehabt auf die Teilnehmer, als ich selber eigentlich gemeint habe. Weißt, wenn du irgendwie so Lachs irgendwie einen Schmarrn machst oder sowas, war das sofort bei denen irgendwie so, okay, das machen wir auch so irgendwie. Weißt du, ich meine? Das ich jetzt auch erst so mit ein paar Jahren Abstand eigentlich, ja, wie viel du dann da annimmst. Ja. Und wie du schon gesagt hast, das sind oft gar nicht die eigentlichen Inhalte, sondern das sind die dummen Sprüche, genau, und Witze. Ja. Und das merken sich die Leute. Ja. Deshalb muss man da ein bisschen aufpassen, dass man die nicht total verdirbt eigentlich, oder? Genau, und ja, nee, verdirbt auf der einen Seite, aber auch so, man hat viel mehr Vorbildfunktion, als man eigentlich selber sich so bewusst ist, finde ich. Mein Fokus liegt irgendwie auf den hohen Bergen, irgendwie 8000er. Da brauche ich irgendwie Power in den Beinen und von dem her ist Klettern ja Hobby geworden. Aber ich finde es voll schön, jetzt halt heute, dass wir jetzt hier nochmal so einen coolen Tag haben, irgendwie zusammen zum Klettern zu gehen. Ja, genau, du hast da in der Platte überall eigentlich schweres Seiling. Und das, was wir machen würden, das wäre dann der obere Teil, straight hoch. Ja, direktissima durch die Platte. Sieh mal. Das ist das jetzt, oder? Ja, wir steigen wo? Gleich da. Guck mal, da geht's bei uns hoch. Die Benne hoch. Ah, okay. Wo ist? Siehst du, gell? Ja, genau. Ein kleines Stück weiter hoch, okay, zum Standring. Ja. Die nächste Länge hängen wir ran. Das, okay, ist der Quergang nach links. Ja. Und das führt uns dann in den zentralen Teil. Und dann zum Schluss eben nochmal straight raus. Okay, und das obere ist dann quasi da, wo man dieses, da ist ein Wandbuch oder irgendwas, sieht man da blinken, dadurch. Ja. Uff, schaut steil aus. Super, cool. Oder? Ja, legen wir los. Ja. Richtig gut, ich meine. Ja. Kann nicht so bequem sein wie ein Klettergurt. Aber das, ja, ist dafür so gehangen, oder? Das geht uns schon mal. Und David, was hast du alles vergessen heute? Nix, so wie immer. Hallo? Habe ich jemals schon was vergessen?
Die sind einfach so brutal leicht. Das ist echt der Wahnsinn, der Wahnsinn. Okay, geht's hier los? Genau, den Rest da, kann ich steuern. Weil deshalb fand ich gestern, wo sie uns gezeigt haben, wie quasi dieser Übergang hier gemacht wird, wie der aus der Maschine rauskommt, so, das sah fand ich schon cool aus. Lässig, plötzlich so blau, blau, blau und plötzlich ding, ding, ding. Routennamen. Wir klettern ja eine Kombination. Wir machen quasi alle. Danke. Jo. Passt. Okay. Boom. Passt. Nur für, dass ich darüber bin. Boom. Da würde ich so gerne echt so voll schön Riss klettern können. Okay, ich starte jetzt mit dem Quergang. Das war ja auch aus dem Bilderbuch. Schwer? Nee. Geht so. Muss nur schauen. Ah, hier. Oh, Flora Fauna. Flora Fauna. Ah, ist so schön. Ja, Hammer, vom Fels. Echt cool. Stand! Okay, Fritz, kannst kommen. Ich sehe es im Schatten, dass er drauf sitzt. Hey, wenn ich dir irgendwie was ansagen soll, muss ich sagen, ne? Boah, ist das warm hier. War schön da unten im Schatten, gell? Oh ja. Okay, super. Ja, cool. Cool. Die mache ich jetzt halt hier über den Körper und ja. Den uns jetzt. Jetzt drin bist du beim ersten ja, bist. Tipptopp. Bedien mich da, oder? Wo nimm dir auf der Seite passt, da nichts mehr. Schaut krass aus. Gut, ja. Aber wir gehen jetzt dann die Linie, oder? Direkt zu dem Wandbuch. Ja, genau. Und da dann vorbei. Das kleine Dach geht aber dafür sehr gut. Okay. Ja, und dann schwer wird es erst nach dem Wandbuch, da ist dann Schlüsselstelle. Okay. Sehr gut. How have fun. Okay. Dann schauen wir mal. Fuck, mal zu. Ja. Okay, ich probiere noch mal. Ah, fuck, das Problem. Ich weiß nicht mehr, wie man das hier klettert.
Ich habe gerade keine Idee mehr. Das war. Okay, nochmal locker bitte. Locker. Fast gehabt. Ah, da. Da gibt es noch eine da. Okay. Ja, jetzt habe ich noch einen gefunden gerade. Okay, ein bisschen runter. Jawohl, jetzt satt. Jetzt müsste ich gehen. Da. Ah, muss nochmal zumachen, da ist. Mega. David, kommen! Ja, servus. Ja, leck. Boah, sag schwer. Boom. Hey, sorry, sau stark. Du musstest ein bisschen warten heute. Sau stark gemacht. Ja. Hängestein. Dem gut, super. Ah. Ja, cool. Fight. Aber geil. Was sagst du zu der Reibung da in der Platte? Sehr schön. Wunderbar, die Reibung. Aber das war, hast du das Bienennest gesehen? So, ja. Oder? Ja, genau. Ja. So auf die See, so, ja. Oh, scheiße, Bienen. Ja, ich hab's dir extra nicht gesagt. Ah, okay. Hey, es ist einfach nett. Endlich! Cool, sei mal ab, oder? Ja. Dreimal zum Mond. Seil! Ja, jawohl. Cool. Ich habe Hunger und Durst. Mein Magen ist leer, mein Kühlschrank auch. Ich habe seit Wochen keine Schnitzel mehr im Bauch. Banküberfall. Das ist so bescheuert. Aber es war echt mal krass mit dem Ex-Bit-Kader, weil ich mal unterwegs war. Dann kam im Radio Guns N' Roses, also ich war Trainer. Und dann kam irgendwie November Rain oder sowas. Und ich so Radio auf und dachte, wow, das ist super gut. So. Die haben es nicht gekannt. Da habe ich mir gedacht, hey, da habe ich mir gedacht, krass. Jetzt halt ist es echt so. Jetzt bist du alt. Irgendwie so Nachwuchs und Jugend gehe ich jetzt nicht mehr durch. Irgendwie ist es vorbei. Jappa. Das sind wir. Aber geil, oder? Geil. Mann, Typ. Also hier runter jetzt. Naja. Seil. Au. Ja, aber ehrlich, ich finde es nicht schön, wenn einen so ein Seil trifft. Mach kurz Peitsch und dann ist es wieder vergessen. Oder? Aber war gut, war Spaß. Wie gesagt, sowas macht mir dann auch heute irgendwie, ja, wie gesagt, ein Ticken leichter. Es macht mir viel mehr Spaß, wie dann gehst den ganzen Tag da in den Klettergarten und machst am Ende auch nichts und hängst nur die Dinger rum, oder? Also, drink responsible. Klein, responsible.